Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen YouTube-Video. Sommersträuße, Blumensträuße binden ist immer sehr gewünscht und deswegen habe ich beschlossen, dass ich heute einen schönen Sommerstrauß in Orange-Creme mit besonderem Grün binde. Die Blüten, die ich heute mitgebracht habe, das ist in Orange eine sehr schöne gefüllte Germini. Dann habe ich mitgebracht, es ist immer schön, wenn man sich die Blumen hier so vor sich auf den Tisch legt. Eine Alstromerie, das ist eine Inka-Lilie, die so wunderschön gestreift ist, zweifarbig. Und diese schönen kleinen dunklen Streifen, die haben also, machen eine sehr schöne Farbe. Das ist eine Liliensorte, die nicht duftet, weil es gibt Leute, die mit dem Lilienduft ein Problem haben. Und ich mache ja auch immer ein paar Blätter ab. Es ist ja immer ganz gut, wenn man die ordentlich putzt. Dann habe ich eine sehr schöne Rosensorte, das ist die White Naomi. Die hat, das ist eine Rose, die hat von Anfang an eine stärkere Öffnung, die ist nicht so spitz, im Gegensatz zu anderen Rosensorten, wie zum Beispiel, das ist eine Freilandrose, die haben immer eine spitzere Blüte. Ja, es gibt Leute, die dann diese White Naomi anschauen und sagen, ach, die ist aber schon weit geöffnet. Genauso kaufe ich diese Rose. Und mein besonderes Augenmerk gilt heute einem wunderschönen Grün. Das ist ein Gartenstrauch, das ist ein Perückenstrauch. Und das ist also als Kontrast der Natur wunderschöne Besonderheiten. Ein ganz tolles Grün. In diesem tiefen Rot ist Perückenstrauch. Und dieses Grün verwenden wir auch gleich in dem Strauß, weil das passt ganz toll zu Orange- und Cremetönen. Wir sehen uns gleich im Laden. Im Garten ist das wunderschön. Ich habe bewusst nicht alles geputzt, sondern ich habe auch einfach mal diese schleierartige Grün, das da drin ist, habe ich drin gelassen. Das muss man natürlich rausschneiden. Und dieser Perückenstrauch ist insbesondere zu Orangetönen im Blumenstrauß, ist ein sehr, sehr schönes, kontrastreiches Grün. Hält auch sehr gut. Und ist ein bisschen Arbeit zum Ausputzen, wie ihr hier seht. Aber ich scheue natürlich keine Mühe, um die schönsten Sommersträuße zu gestalten. Und da gehört auch dazu, dass man sich einfach mal ein bisschen umschaut und die Augen offen hält. Und das ist ein sehr, sehr anspruchsloser Strauß. Strauch, Entschuldigung, der Strauß, den machen wir dann. Sorry, der ist sehr anspruchslos und wächst, ist auch gedeiht sehr, sehr gut im Garten. Wird 3 bis 5 Meter hoch. Und wenn man das jetzt mal gesehen hat im Video, und wenn du spazieren gehst, dann siehst du bestimmt bei manchen Leuten in den Gärten auch diesen schönen Perückenstrauch. Mischen kann man natürlich immer noch vom Grün mit Efeu, mit Pistazie. Und Pistazie kennen wir ja, aber die wächst nicht bei uns. Die kommt sehr oft aus Tunesien oder kommt aus südlichen Ländern. Und die muss man leider Gottes zukaufen. Aber das Schöne ist ja immer, dass man eine tolle Mischung machen kann. Und auch hier, wie immer, putze ich Grün weg, weil es soll ja kein Grün im Strauß in der Bindestelle sein. Und dann beginne ich mal meinen Blumenstrauß zu binden. Das heißt, ich, wie immer, fange ich an und arrangiere die Stiele in der Spirale und lege immer. Da blende ich auch noch mal ein Video ein, das ich gemacht habe zum Thema Blumenstrauß für Einsteiger. Ich binde immer in der Spirale und die Blumen, die Stiele werden immer in eine Richtung arrangiert im Strauß. Und schön ist jetzt natürlich, also schon hier auch, man sieht diesen Wechsel, diesen wunderschönen Farbwechsel zwischen der grünen Pistazie und diesem tollen dunkelroten Perückenstrauch. Wenn hier so ein Wipfel raussteht, dann schneide ich den auch ganz gern einfach mal ab, weil ich möchte ja vor allem die Blüte sehen. Das Grün ist natürlich eine sehr, sehr schöne Begleitung, aber ich möchte natürlich vor allem die Blüten sehen. Und bei manchen, vor allem wenn man anfängt, Sträuße zu binden, dann neigen viele dazu, das Grün zu hoch stehen zu lassen. Das heißt, die Blüten sind das Wertvollste im Strauß und die müssen natürlich auch entsprechend zur Geltung kommen. Und das Grün nutze ich dazu, um die Blüten zu arrangieren.
zu fächern, das Ganze zu spreizen. Aber das Grün ist natürlich eine Begleiterscheinung im Strauß und die Hauptrolle spielen natürlich hier die Rosen und die Garmini, die Alstromerien. Alstromerie ist die Inka-Lilie, ist auch Alstromerie genannt. Genau, ich muss ja auch die Begrifflichkeiten immer nennen und das alles erklären. Die Garmini habe ich gedrahtet, also da habe ich einen, das schreibe ich nochmal in der Beschreibung, das ist ein 9er grün lackierter Draht. Und das Schöne ist, wenn man die Garmini drahtet, dann kann man den Kopf genau so hinbiegen, wie man ihn braucht im Strauß, so dass der Kopf wunderschön zu sehen ist. Und es ist also sehr empfehlenswert, die zu drahten, um die entsprechend im Strauß zu arrangieren. So. Ja, es geht also auch ratzfatz, wenn man während dem Video den Strauß bindet. Und ruckzuck hat man einen schönen, dichten Sommerstrauß gebunden. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn der Strauß so eine Kuppel hat, weil das, der Grund, dass ich auf diese Form im Strauß sehr achte, ist, ich sehe jetzt beim Binden, gucke ich den Strauß natürlich von oben an. Aber wenn du am Tisch sitzt, dann guckst du den ja ganz selten so von oben an, sondern meistens sieht man ja diesen Strauß so durch den Raum aus der Ferne. Und wenn der dann diese schöne runde Form hat, dann kann man diese Blüten sehr, sehr gut angucken. Und wenn hier noch so ein bisschen was raussteht vom Grün, dann schneide ich einfach ab und zu, gehe ich mit der Schere her und schneide auch ein bisschen was mal ab. Ja, und des Weiteren möchte ich natürlich rundum noch ein sehr schönes Randgrün in dem Strauß, in dem Strauß nehmen, weil wenn ich so in diese Stiele nur reinschaue, das ist nicht so schön. Und wenn der einen, wir sagen immer, dass er einen schönen Abschluss bekommt, das ist mir wichtig. Ja, und dann komme ich natürlich auch zu einem anderen Thema, unser schöner Kirschlorbeer. Der Kirschlorbeer hat jetzt sehr, sehr frisch getrieben. Und es ist, wenn diese Blattspitzen, so jung sind, so hellgrün und so jung, dann kann man die, muss man genau prüfen, ob man die verwenden kann als Grün im Strauß. Und die sind jetzt gerade so reif, dass ich die verwenden kann. Aber ich sage mal, vor 2 Wochen hätte ich das noch nicht getan. Und jetzt fängt es gerade so an, dass die auch so reif sind, dass die genommen werden können, weil dieses junge Grün, das schlappt dann schlicht und ergreifend im Strauß und ich kann das natürlich dann nicht so benutzen. Und jetzt geht diese schöne Zeit wieder los, dass man eigentlich in den Garten gehen kann und dieses wunderschöne eigene Grün für die eigenen Blumenkreationen verwenden kann. Und deswegen bin ich jetzt mal dazu übergegangen, auch Sommersträuße zu machen oder auch in den Videos zu zeigen und diese wunderschönen leuchtenden Farben in den Arrangements zu präsentieren. Ja, das war schon der leuchtende Sommerstrauß in Creme Orange. Jetzt schneide ich natürlich noch alles auf eine Länge. Und ich schneide den Strauß zwar jetzt mit einer guten, scharfen Gartenschere an. Beständig zeige ich auch nochmal. Die kann ich super empfehlen, weil da springt nicht jedes Mal die Feder raus. Das sind Scheren, die ich schon ganz, ganz lange benutze. Und was ich dann natürlich noch mache, ist, damit die Rosen gut versorgt sind, vor allem die Rosen, aber es kann nicht schaden, das bei allen Blütenstielen zu machen, immer nochmal einen schrägen Anschnitt. Das ist ganz wichtig, dass die Blüten gut Wasser bekommen. Ja, und dazu brauche ich auch ein scharfes Messer. So, und jetzt habe ich die Blütenstiele schön auf einer Länge. Dann kommt natürlich der Bindebast. Ich nehme diesen Floristen, diesen Bindebast, wickel um den Strauß 2-3 Mal um den Strauß herum. Und dann kann ich ihn auch zur Hilfestellung auf den Tisch legen. Ziehe nochmal richtig schön fest an. Und so, binde beim ersten Mal und mache einen festen Knoten. Ich
schneide die Enden ab. Und ganz wichtig ist, kein Grün in der Bindestelle. Und man sieht hier auch sehr schön, dass alle Stiele in eine Richtung gehen. Und die Bindestelle, die muss auch so fest sein, dass ich theoretisch an einem Stiel wieder meinen Strauß halten kann. Das ist wieder der kleine Test. Also er ist fest gebunden, er ist gut abgedeckt. Und ja, das war mein Sommerstrauß. Es kommt als nächstes ein schöner sommerlicher Strauß mit Artischocke. Es lohnt sich dran zu bleiben, es lohnt sich zu abonnieren. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und ich freue mich auf liebe Kommentare und wünsche einen ganz tollen, ja, Sommerbeginn kann man nicht mehr sagen. Mittsommer haben wir schon fast. Also, ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Sommer mit tollen Blumen. Alles Liebe von deiner Margit. Tschüss!